Empfindet ihr so etwas wie Brudergefühle oder Schwestergefühle? Nun, damit ist zumindest der Adel geklärt. Kastengesellschaft. Ihr habt Captain Krack doch zugehört. Also sind die Krakonier aus dem gleichen Laich in der gleichen Kaste? Er nickt. Und damit in der Priesterkaste. Das bedeutet auch, dass diese gleich alt sind. Ne? Aber mir, falls du das nicht mitbekommen hast. Ja, Gern geschehen. das habe ich schon mitbekommen, wenn sie aus dem gleichen Laich stammen. Was glaubst du, wie Vuk Vornak seine Macht bekommen hat? Er ist feist und selbstgefällig. Was glaubst du, wie er Fragur nachfolgen konnte? Er hat ihn gefressen. Das hätte er nicht vermocht. Nein. Niedertracht und Verrat. Was meinst du, warum Krakon in Jarl-Zugott nicht mehr geduldet wird? Gul-Jok-Jok und Quornak. Sie sind der Dolch, der Rochenstachel-Dolch in deinem Rücken. Ja, aber dann müssen wir die beiden hier auf jeden Fall loswerden. Na gut, dann wissen wir, welche vier wir überzeugen müssen. Rechnet damit, dass Morudal seine Agenten bereits nach Jarl-Zugott geschickt hat. Das ist sehr wahrscheinlich, das stimmt. Nun, aber wenn wir aufdecken können, dass es die Agenten Murudals sind und Jarl-Zugott einstmals von dem Bezwinger Murudals regiert worden ist, dann werden sie das nicht besonders toll finden, oder? Kennt ihr den Meister der Wurzelkaiserin? Nein. Ah, der Meister von Yuxgul, eine andere Stadt in Wajad. Gul-Yugor. Er kommandiert die Wurzelkaiserin. Ich gehe davon aus, dass, weil er aus demselben Laich stammt, auch er seinen Bruder überzeugen muss, für die Sache von Murudal zu kämpfen. Gul-Yugor und Gul-Yok-Yuk sind aus dem gleichen Laich wie Quornak. Und wenn er die Wurzelkaiserin kommandiert, wird er abgesandt werden. Rechnet damit. Also wird auch die Wurzelkaiserin vor Ort sein. Naja, könnt ihr mir eigentlich mal sagen, wie viel Einwohner diese Stadt hat? Ihr dürft ja alle mal auf Klugheit würfeln an dieser Stelle. Die Wurzelkaiserin habt ihr in der Stadt aus der Tiefe bereits vernichtet. Das war die Dämonenarche, die ihr damals in den Niederhöllen, ja, von der Stadt aus der Tiefe abgekratzt habt. Neuer Boltox, wenn ich mich nicht irre, ist das nicht die, die wir umgebracht haben? Ach ja. Tja, wenn er vor Ort ist, dann wird er wohl ohne die Wurzelkaiserin da sein. Aber dafür umso wütender. Oh, dann haben wir ihn ja gewissermaßen freigestellt von seiner Aufgabe. Ja, das ist natürlich blöd für ihn. Ich bin mir nicht ganz sicher über die aktuellen Zahlen, aber um die 2000. Nur in Jarl-Zugott. Bayat hat um die 15.000. Naja, und in der Stadt leben nur Krakonier und andere Wesen von des Unterwasserlebens, nehme ich an. Vornehmlich Krakonia und die versklavten Risse auf den Feldern, einige Zeliten. Die Mare wurden vertrieben.
Naja, dann werden wir auf jeden Fall direkt auffallen. Die Frage ist, wird man uns direkt angreifen oder wird man mit uns sprechen? Wie gesagt, ich besitze einen Zauber, der mich nun ja vor den Augen Unwissender verbirgt. Die Kultur von uns ist durch den Kampf geprägt. Jeder Einzelne ist in einem immerwährenden Kampf und muss sich beweisen. Richtsprüche, rituelle Herausforderungen, Auseinandersetzungen. Respekt bekommt nur derjenige, der wehrhaft ist. Allen anderen Kreaturen bringen wir Verachtung entgegen. Nun, also, das ist gut zu wissen. Je stärker und dominanter ein Individuum auftritt, desto mehr Respekt erhält es. Das dürfte für uns nicht allzu schwer werden. Das Volk von Yazogoth mag Krakon vergessen haben, aber ihr habt Vautor befreit und gebändigt. Wenn er die ersten drei Krakonia zerrissen hat, wird man euch zuhören. Das klingt gut. Ansonsten hätte Rafim die ersten drei Krakonia zerreißen müssen. Naja gut, dann wissen wir ja schon mal, wie wir dort ankommen werden. Aber was dann? Wir gehen zu den Tempeln hin und reden einfach mit denen, oder wie stellt ihr euch das vor? Nun, ihr könntet diese Krakonia herausfordern, den Tempelvorsteher. Ja, oder, eine wichtige Frage, schlafen Krakonia denn? Ich würde das mal unseren Krakonia fragen. Er nickt mit dem Kopf. Und träumt ihr auch? Naja, guck dich ein bisschen aus seinen Glubschaugen an. Was? Nun, ich kenne das auch nicht, aber mächtige Zauber haben es mir vermittelt. Hin und wieder, wenn ich auf sehr machtvolle Entitäten getroffen bin. Es sind Bilder im Kopf, die während des Schlafens einen in eine andere Welt entführen. Nur diejenigen, die Prophezeiungen von nun meistens schon mal Stuhl bekommen. Ausgezeichnet. Omas. Nun, wie es der Zufall so möchte, bin ich in der Lage, mittlerweile selbst Träume zu erzeugen. Ist das nicht fantastisch? Und diese Träume auch frei nach meinem Willen zu gestalten. Das heißt, ich könnte zumindest einem der Tempelvorsteher eine Vision schicken. Er schläft, in der wir als die verheißene Prophezeiung und die Lichtgestalten kommen, die Yol-Zogoth in eine neue, glänzende Zukunft führen. Und er muss sich unserem Willen unterordnen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Jahr, was in so Träumen passiert, die prophetisch sind. Hatten wir alle schon, kennen wir. Ja, und was braucht ihr dafür? Naja, er sollte schlafen. Ja, sagen wir, er schläft jetzt. Könnt ihr es dann jetzt tun? Nein, ich muss schon bei ihm sein. Ja, und wie nah dran? Nun, etwa 5 bis 6 Meter sollten ausreichen. Ich sollte ihn zumindest sehen können. Berühren muss ich ihn dafür nicht. Und ihr meint nicht, er ist sehr gut geschützt gegen, nun ja, andere konkurrierende Kulte? Ja, aber nicht, wenn Träumen unüblich ist. Nein, aber ihr müsst ja zu dem hin. Das ist ja ein Hohepriester, der wird ja nicht einfach sich auf die Straßenbank legen. Oder wie man auch immer das da unten nennt. Auf eine Korallenbank. Nun, auch dafür hätte ich eine Idee. Dort unten ist es ohnehin schon sehr dunkel. Und wenn ich eine kleine Zone der Dunkelheit um mich herum webe, nun, dann müsste ich... auffällig, oder? Naja, du musst ja überlegen, Boldax, die leben da ja immer. Wenn da jetzt eine Veränderung ist, da werden die ja schon drauf reagieren. Ich weiß nicht, ob das unter Wasser tatsächlich so ist. Ich finde die Idee sehr gut, wenn auch schwierig umzusetzen. Vielleicht findet sich ja eine Möglichkeit. Also ich würde mich gerne einmal in die Lage dieses Agenten von Darion Paligan versetzen.
Wenn Schragnarkohl sagt, dass er eventuell schon dort unten ist, dann sollten wir uns eventuell überlegen, welche Argumente er aufbringt, um diese jetzt schon einmal zu kontern. Versteht ihr? Naja, sein stärkstes Argument wird mit Sicherheit die Leibhaftigkeit der Leichmutter selbst sein. Korrekt. Wie kontern wir das? Mit der Leibhaftigkeit von Varutor, oder? Naja, aber war... Nun, Varutor ist ein Avatar von Kor. Und wenn ich Schragnarkohl richtig verstanden habe, dann haben sie Kor vergessen. Nun, dann könnten sie vielleicht annehmen, dass das nicht der Avatar, sondern Kor selbst ist, wenn wir es entsprechend ausspielen. Naja, Boltax, aber da wird eine leibhaftige, zumindest eine leibhaftige Gottheit der Dragonia auftauchen. Nun, wir wissen zumindest, dass diese Erscheinung kein Gott ist, sondern ein gelernter Dämon. Nun, das mag aber keine Rolle spielen. Wenn wir ihn vertreiben, schon. Na, da mögt ihr recht haben. Aber wenn ihr einen Kampf gegen eine Gottheit beginnt, dann mag es auch Krakonier geben, die sich gegen euch stellen. Und das werden viele sein. Naja, vermutlich sogar fast alle. Ich stell mir nur vor, wenn ihr in Gareth einen Kampf gegen einen Avatar von... Praios? Von Praios beginnt, da werden euch auch die Bauern über euch herfallen. Vermutlich schon. Ich denke, solange sie nicht da ist, das stärkste Argument, dass sie nicht befreit wurde, sondern dass Paligan oder vielleicht auch Murudal sie unterjochen und für ihre Zwecke missbrauchen. Ich weiß allerdings nicht, wie die Sache aussieht, wenn sie selbst da ist und nun vielleicht diese Behauptung widerlegt. Selbst nicht, wie ihre Situation wirklich zum jetzigen Zeitpunkt ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Namen Darion Paligan dort unten benutzen sollten, sondern wir sollten viel eher mit dem Namen von Mordar spielen. So wie ich die Geschichte jetzt verstanden habe, wird er gefürchtet. Und der Darion Paligan ist dort unten einfach egal, aber sie fürchten sich, dass er zurückkommt. Seht ihr, das habe ich ja gesagt, wenn wir den Agenten von Murudal als den Agenten Murudals aufdecken, dann wird er kein Gehör mehr finden, weil jeder Murudal mit etwas Negativem verbindet. Zumindest habe ich es so verstanden. Es geht aber darum, dass wir Darion Paligan nicht benutzen können als Trumpf, also als Schwäche. Versteht ihr? Wenn wir Paligan. Genau. Wenn wir dort unten von, oder wenn ihr dort unten von dem Bösen sprecht, dann muss das immer mit dem Marmorodal verknüpft sein und nicht mit Darion Paligan, einem Menschen. Ich glaube nicht, dass sie sich vor einem Menschen fürchten. Wissen wir, was er ihnen angetan hat? Er hat sie versklavt, oder? Er saß selbst auf dem Krakenthron. Wenn ich unsere sämtlichen Quellen nochmal zusammentragen würde, dann würde ich annehmen, dass Murudal selbst als Mar auf dem Krakenthron gesessen hat und die anderen Krakonia versklavte? Ja. So würde ich es interpretieren. Und dieser Herrscher war derjenige, der sich gegen ihn aufgelehnt hat und wurde so zum Herrscher. Genau. Sie haben ihn irgendwie besiegt. Das bedeutet, dass diese Krakonia sehr alt werden müssen, oder? Denn das sind nur zwei Herrscher, seit Rudal aus der Stadt vertrieben wurde. Aber der aktuelle Herrscher ist ja nicht der Herrscher, der Rudal vertrieben hat. Nein, aber sein Nachfolger, oder habe ich das falsch verstanden? Nein, das ist schon richtig. Aber vielleicht hat der ja auch besondere Vorkehrungen angewendet, um lange herrschen zu können. Und vielleicht sind sie einfach langlebiger als Menschen, so wie Zwerge und Elfen. Ja, auch das ist denkbar. Also ich weiß zumindest, dass es
damals in den brabakischen Archiven gab es schon die Mythen vom Zauberkönig Mordor. Die hat es damals schon gegeben, aber nicht, dass sie Jahrtausende alt sind oder gar Äonen, sondern dass sie, nun lass es vielleicht 50 Jahre sein. So ganz grob in dem Dreh. Das würde einfach nur bedeuten, dass ja, Mordor ist gestürzt und ja, er hat sein Reich vor vielen tausend Jahren aufgebaut, aber dass er ja als zu Gott verloren hat, das ist vielleicht noch gar nicht so lange her. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Zeitrechnung scheint dort unten noch nicht so zu funktionieren. Immerhin nun Tag und Nacht, damit auch Jahre oder Jahreszeiten werden wohl für die Krakonier keine Rolle spielen. Wenn man sie jetzt also fragt, wie alt sie werden, dann nun. Wir müssen ja also nur klar machen, dass sie nicht erneut versklavt werden wollen oder sollten von einer Fremdherrschaft, von einer nicht krakonischen Herrschaft. So scheint das. Aber ich habe eine andere. Wir oben uns hier auf der Oberfläche des Wassers haben ja vor allem das Problem mit dem Meer der Finsternis. Sollte sich der Schlund öffnen und der Schlussstein entfernt werden, wenn die schwarzen Wasser der Säuferin diese Ebene fluten, dann werden wir alle ertrinken. Das muss den Krakoniern aber egal sein. Können wir dieses Argument entkräften? Dass das Meer der Finsternis die Oberfläche flutet? Nun, sie werden ja auch verzerrt, verändert. Eine dämonische Pervertierung betrifft alle lebenden Wesen, also auch Krakonier. Sie werden nicht mehr sie selbst sein, sondern Dinge. Aber sie leben dort neben dem pervertierten Loch. Ja, und sie beten sowohl die Seeschlange als auch den Kraken an. Ja, aber dieser Schlussstein verhindert wohl, dass diese Pervertierung sich großflächig ausbreitet. Hoffen wir denn? Nicht direkt neben dem Loch, sondern je weiter wir entfernt sind, desto, nun ja, ich will nicht sagen menschlicher, aber desto friedlicher sind sie. Dann hoffen wir, dass das als Argument reicht. Spielt doch mit ihrer Angst. Behauptet doch einfach, sobald die schwarzen Wasser eindringen, verlieren sie die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen. Sie werden zu Menschen. Oh, eine schlimme Vorstellung, nicht wahr? Oh, und dann werdet ihr auch ertrinken, weil ihr dann nicht mehr unter Wasser atmen könnt. Naja, aber Boltax, warum sollen die uns das glauben? Nun, wenn man es... Ich es weiß nicht. Es sollte schon etwas glaubwürdiger sein, wenn wir schon eine Lüge anwenden. Naja, ihr müsst ja überlegen, als würdet ihr behaupten, es wird bald ein großes Wunder von Effert geben und danach seid ihr alle keine Menschen mehr, sondern alle Krustentiere. Wenn du das den Effert-Geweihten erzählst, sie hauen dir auf die Schnauze. Schragner Kuhl legt wieder die Hand auf Rafims Schulter. Boltax, du bist so flach wie eine Pfütze in der Sonne. Nun, ohne Oberflächen keine Tiefen, nicht wahr? Ja, ich glaube, er wollte sagen, dass man in dir keinen guten Laich ablegen kann. Kein guter Laich. Wir müssen ihn klar machen, dass die dämonische Pervertierung fortschreiten wird, wenn dieser Schlussstein geöffnet wird, der entfernt wird. Und naja, aber ist das ein Problem für Sie? Ja. Weil... Warum? Nun ja, habt ihr schon mal einen Daimoniden gesehen? Eine verzerrte Kreatur der dämonischen Sphären. So etwas würden sie werden. Nicht zu einem Krakonier mehr. Ich würde in dem Moment mal bitte meinen Brustpanzer abnehmen. Auf mein schwarzes Loch in meiner Brust zeigen. Naja, ihr werdet mit Sicherheit nachvollziehen können, dass manche von uns für ihre Götter Opfer bringen. Warum sollten sie nicht dasselbe tun wollen? Nun, sie bieten ja nicht nur einen Gott an, sondern mehrere Götter.
Ja, aber ja, einer Gott ist auf dem Weg und von zwei anderen wollen sie den Schlussstein entfernen. Also ich finde das total spannend. Wir hier oben beten ja nur zu Effard und naja, bis vor kurzem kannte ich dann auch nur doch die Ersäuferin. Und dass da unten jetzt so viele Götter angebetet werden, finde ich total spannend. Naja, also wenn euch sowas interessiert, müsst ihr mal Abel mir fragen. Der erzählt euch, wer was angebetet hat und warum und wer eigentlich wen angebetet hat und warum. Also der kann euch da wirklich langweilen, was das angeht. Naja, aber stellt euch doch mal vor, ich meine, wir haben doch hier auf der Oberfläche auch ganz viele Götter, ne? Mit Praios und klar, Effard haben wir auch und Rondra und... Aber wir haben ganz viele Gott und das wäre ja so, als würden die glauben, wir haben nur einen Gott für die Oberflächen. So, und wir haben einen Gott für die Wasser, das ist Effard, gepriesen sei er, der Unergründliche. Aber dass ich jetzt hier mit euch im Gespräch feststelle, dass es da unten so viele... Okay, klar, da sind auch noch ganz viele Dämonen bei und so... Aber auch mit diesem Haigott, das finde ich total interessant. Ihr müsst ihr Biotop beachten. Sie leben unter Wasser, wir leben über Wasser. Wir beten die Götter über dem Wasser an, die uns alltäglich sind. Ja, wir aber beten warum? Die Götter an, die ihnen alltäglich sind. Aber warum sollten wir uns dann nur auf Effard? Also ich meine, wir haben doch jetzt dieses Wissen dazu gewonnen. Warum sollten wir uns dann jetzt nur auf Effard verständigen? Klar, wir haben auch noch Swafnir. Gut, jetzt ist unser Swafnir-Geweihte gerade nicht hier. Aber Wir haben zwei Götter für die Unterfläche und es wäre doch auch in der Zukunft wäre das doch total spannend, wenn wir unsere Seefahrt auch mit den anderen Göttern nun verbinden. Nun, ich denke, die Effard-Geweihtenschaft würde euch wahrscheinlich, nun ja, ich weiß nicht, fehlen, wenn ihr solche ketzerischen Aussagen vor ihnen trifft. Naja, also deswegen diskutiere ich das ja gerade mit euch einmal. Ja, und ich gehe damit jetzt ja nicht in den Effard-Tempel rein. Nicht jeder ist so aufgeklärt wie wir. Versteht euch ja einen einfachen Seemann vor, der gar nicht mehr weiß, so wie man beten soll und am Schluss eventuell dunklen Götzen anbetet. Das wäre nicht hilfreich, oder? Ich wollte es ja nur einmal mit in den Raum stellen. Ich habe auch gehört davon, dass in Havena, da gibt es wohl auch noch einen anderen, das ist auch so ein Rochengott, glaube ich zumindest. Ich habe das, ich weiß nicht, das ist zumindest im Untergrund. Aber da habe ich zumindest schon mal Seemannsgarn gehört, dass es in Havena auch andere Götter geben soll, die da jetzt angebetet werden. Gut finde ich das nicht. Wenn dich das Thema interessiert, dann wäre, denke ich, Faramud Ibn Benayaman ein guter Ansprechpartner. Er weiß viel über diese Dinge. Stimmt, und mit dem kann man auch gut reden. Also selbst über so ketzerische Sachen. Nichtsdestotrotz kommen wir zum Thema zurück. Wie überzeugen wir sie, dass dieser Schlussstein nicht entfernt werden darf? Naja, ich befürchte ehrlich gesagt, dass das kein gutes Argument sein wird. Wir sollten uns eher auf Mordal oder wie hieß der Wasser nochmal? Morudal konzentrieren, weil ich glaube, der Schlussstein ist ihnen egal. Vielleicht aber sie wollen wir keine heraus. Sklaven werden. Ja, also, das ist ehrlich das stärkere Argument. Aber vielleicht könnten wir noch herausfinden, ja, sie beten den neuen Kraken und die Seeschlange an. Aber wie stehen sie zu ihrer Mutter? Vielleicht können wir darüber noch mehr herausfinden.